Hallo meine Lieben, heute kommt eine Anleitung von diesem hübschen Schal mit den abgerundeten Enden. Dafür brauchen wir Nadeln in der Stärke Nummer 4 und auch Wolle in Stärke 4 zu stricken ist. Ihr könnt längere Strickstöcke verwenden oder aber auch eine Rundstricknadel, womit ihr besser zurechtkommt. Es werden am Anfang 15 Maschen angeschlagen. Und jetzt wird Reihe für Reihe zugenommen. Und zwar immer nur am Anfang die erste Masche wird verdoppelt. Und nun stricken wir rechts, links weiter. Die zugenommene war eine linke Masche. Und der ganze Schal wird im Perlmuster gestrickt. Eine Masche rechts und eine Masche links. Und in der nächsten Reihe wird das Muster versetzt. Auf die rechte kommt eine linke Masche und auf die linke eine rechte. So entsteht das Perlmuster. Bei diesem Schal wird die letzte Masche stets mitgestrickt, und zwar in Musterfolge. Die Arbeit drehen und nun wieder eine Masche verdoppeln. Wir lassen sie links auf der Nadel und stechen noch einmal von hinten ein. So haben wir diese Masche verdoppelt. Und nun weiter in Musterfolge stricken. Und so nehmen wir dann Reihe für Reihe eine Masche am Anfang zu. Und immer darauf achten, dass sich das Muster bei der nächsten Reihe schön versetzt. Auf die linke eine rechte und auf die rechte eine linke. Die Arbeit wieder drehen. Und wieder eine Masche verdoppeln, vorne einstechen, den Faden holen, durchziehen, links auf der Nadel lassen und noch einmal von hinten einstechen, den Faden durchziehen und erst jetzt die Masche links von der Nadel heben. Und nun müssen wir schauen, hier war zuerst eine rechte, also kommt jetzt eine linke. Stets darauf achten, dass sich das Muster schön versetzt. Nach diesem System weiterarbeiten, die letzte Masche nicht verdoppeln, aber auch stets in Musterfolge mitstricken und bei der ersten Masche in der nächsten Reihe immer am Anfang eine Masche verdoppeln. Und so entsteht dann langsam eine Rundung. So lange in diesem System weiterarbeiten, bis wir insgesamt 43 Maschen auf der Nadel haben. Nun wird nicht mehr zugenommen, sondern geradeaus stricken und die erste und die letzte Masche stets in Musterfolge stricken. Und da wir eine ungerade Maschenanzahl auf der Nadel haben, versetzt sich das Muster automatisch, wenn wir mit rechts anfangen. Also rechts, links, rechts, links, rechts, links. 9 cm vor unserer gewünschten Länge des Schals hören wir auf und beginnen nun wieder mit den Abnahmen. Und diese Abnahmen werden nun immer am Schluss getätigt. Also ganz am Anfang, so wie sonst auch, stricken und am Ende kommen dann die Abnahmen. Zwar werden die drittletzte und die zweitletzte zusammengestrickt und zwar auch wieder in Musterfolge. Hier sind 3 Maschen nur noch übrig. Hier die war eine linke. Und jetzt werden diese nächsten beiden rechts zusammengestrickt. Und die letzte Masche wieder eine linke. Die Arbeit drehen und jetzt müssen wir schauen, dass wir wieder in Musterfolge stricken. Die erste erscheint eine rechte, also machen wir eine linke darauf. Und stricken wieder ganz normal weiter in Musterfolge, schön die Maschen versetzen. Und am Ende tätigen wir dann wieder die Abnahme. So, hier bin ich schon am Ende, bis nur noch 3 Maschen auf der Nadel sind. Das war wieder eine linke, also werden die nächsten 2 rechts zusammengestrickt und die nächste wieder eine linke. Nach diesem System weiterarbeiten,
Und hier bei den nächsten zwei Reihen ergibt es sich so, dass die links zusammengestrickt werden. Also immer darauf achten, dass die zwei zusammengestrickten auch in Musterfolge zusammengestrickt werden. Hier sieht man es. Nur noch drei Maschen auf der Nadel links. Und die letzte war eine rechte, also müssen wir die nächsten zwei links zusammenstricken. Und die letzte Masche ist dann eine rechte. Reihe für Reihe nun am Ende diese Abnahme tätigen, so lange bis wir insgesamt auf der Nadel nur noch 15 Maschen haben. Dann können wir die Maschen abketten. Bei vielen Handarbeiten ist es wichtig, dass man locker abkettet, hier eher nicht. Hier könnte man eher ein wenig stramm abketten, sodass das Ganze nachher auch eine etwas runde Wirkung hat. Alle Maschen auf diese Weise abketten und anschließend den Faden sauber vernähen, so wie auch in der Mitte die Fäden, wenn wir neu angesetzt haben, und auch den Anfangsfaden. Danach werden die Seiten ein wenig auseinandergezogen, sodass das Ganze keine Schräge ergibt, sondern mehr diese abgerundeten Enden. Und damit ist der hübsche Schal auch schon fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Jule.